Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum 11. und wohl letzten Teil der Lesung aus diesem wundervollen kleinen Büchlein Priester, Vergötzung und Volksgemeinschaft von Andreas Thiel aus 1937. Ich sage wahrscheinlich letzter Teil, weil ich denke, dass ich mit den letzten paar Seiten, die da sind, jetzt diesen Teil, diese Stunde noch füllen kann. Und ich hoffe, dass ich heute Abend um 10 Uhr abends anfange, am 10. August, noch fit genug bin, um die Lesung hinzukriegen. Gestern war ich am Ende der Lesung ein wenig müde geworden und es war sowieso schon über 50 Minuten. Dann dachte ich breche besser ab. Und wir fangen heute noch weiter an auf Seite 76 in dem Heftchen. Also fahren wir fort. Auf Seite 76 bei dieser Aussage dieses Dekan Dr. Hammer auf dem Katholikentag des Jahres 1898. Ich hatte mal kurz gegoogelt, aber ich finde keinen Dekan Dr. Hammer aus der Zeit, um da ein bisschen mehr Hintergrundwissen über den Menschen beizufügen. Aber er hat in diesem Katholikentag eine Aussage getroffen. Wir hatten ja vorher Aussagen uns angehört von den deutschen Katholikentagen von 1892, 1853, 1884 und so weiter. Und er sagt jetzt 1898, wir haben noch ein höheres Vaterland und das ist unsere heilige Kirche. Diesen Satz muss ich, glaube ich, als bibelgläubiger Christ euch nicht besonders jetzt auseinandernehmen und analysieren, oder? Wenn man überhaupt irgendetwas auf dieser Welt sein Vaterland nennen sollte, ja, dann kann man das nicht mit einer Kirche machen, sondern da muss man auch wirklich ein Land benennen, finde ich zumindest. Und ich persönlich nenne in dieser Welt nichts mein Vaterland oder ich habe auch keinen Patriotismus. Das war früher anders bei mir. Ich war ja Soldat und ich war gehirngewaschen, gehirngespült und habe deswegen natürlich auch Patriotismus praktiziert und es hat lange, lange gedauert, bis das rausgewaschen wurde bei mir. Aber ich bin nur patriotisch zu einem einzigen Vaterland und das ist das Königreich Gottes, dem ich angehöre, das ich aber hier noch nicht sehen kann auf dieser Erde, weil es steht ja geschrieben, das Königreich des Vaters ist nicht von dieser Welt. Und ich lebe noch in dieser Welt, aber geistig zähle ich mich dazu und ich denke, viele von euch tun das auch. Aber wenn sich dieser Dr. Hammer hier hinstellt und auf dem deutschen Katholikentag sagt, wir haben noch ein höheres Vaterland und das ist unsere heilige Kirche, also noch ein höheres Vaterland als, ich nehme jetzt mal an, Deutschland, meint er hier, und das ist unsere heilige Kirche, dann sagt er im Grunde das mit anderen Worten ganz deutlich aus, was ich schon seit Ewigkeiten predige, was die römischen Katholiken sowieso denken und fühlen und tun. Sie sind die Diener des Antichristen, sie sind die Diener des Papstes. Der Papst ist das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf der geistigen Seite. Und er ist der König des Vatikan auf der anderen Seite. Ja, das ist ja ein Staat, ein Königreich. Und der Papst ist der König. Er verbindet die zwei Ämter. Er verbindet Kirche und Staat. Deswegen ist ja auch die Trennung von Kirche und Staat eine der Thesen, wo der Papst Pius IX. Das verdammt. Das hatten wir ja bereits gelesen. Kirche und Staat gehört zusammen nach der römisch-katholischen Kirche. Und die Katholiken sind treu an ihren Führer in Rom und an Rom und nicht an das Land, in dem sie leben. Jemand, der das nicht verstanden hat, der wird nie begreifen, warum zwischen Anführungszeichen Politiker das tun, was sie tun. Weil die schwören vielleicht einen Eid auf, Deutschland zu dienen oder in Amerika die Präsidenten einen Eid darauf, Amerika zu dienen, aber sie gebrauchen geistige Reservationen, um eben das zu kaschieren. Sie dienen einem anderen Herrn. Sie dienen dem Papst in Rom. Und wenn der Dr. Hammer hier sagt, wir haben noch ein höheres Vaterland, das ist unsere heilige Kirche, dann spielt er im Grunde genau darauf an, dass er sagt, unsere Treue, unser Gehorsam gehört Rom. Ob er jetzt die Kirche in Rom meint oder ob er den Vatikan meint, das spielt keine Rolle. Die beiden sind ja untereinander beliebig austauschbar. Wir haben noch ein höheres Vaterland, das ist unsere heilige Kirche. Die Kirche steht über allem. Rom steht über allem. Rom zu dienen steht über allem. Ja? So muss man diesen Satz
meines Verständnisses nach zumindest verstehen. Und deswegen möchte ich das gerne mit euch so auf diese Art und Weise teilen. So brüstet sich der Dekan Dr. Hammer auf dem Katholikentag des Jahres 1898. Nicht allzu lange vorher hatte dieser beliebte Katholikentagsredner seine patriotischen Gedanken in dem Buche »Der wahre und falsche Patriotismus« niedergelegt. Also, nach meiner Erklärung versteht ihr jetzt, falscher Patriotismus ist Patriotismus an euer Land, in dem ihr geboren seid, was man so eigentlich Vaterland nennt, und wahrer Patriotismus wäre dann der Patriotismus für Rom und für die Kirche. So, ich kenne das Buch nicht, aber so verstehe ich das hier. Dasselbe, also dieses Buch, erschien 1895 zu Paderborn in der Bonifatius-Druckerei. Der sogenannte Kulturkampf war damals schon längst zu Ende und die Berücksichtigung ultramontaner Wünsche seitens der Regierung hatte Formen angenommen, die viele deutsche Männer erschreckte. Herrn Hammer aber genügte der Rückzug des Staates vor der Kirche so wenig, dass er seine patriotischen Empfindungen in folgender, allgemein verständlicher Weise bezeugte. Und jetzt folgt ein fast seitenlanges Zitat aus dem Buch. Wir machen den heidnischen Nationalitätsschwindel nicht mit. Er ist geradezu die Ketzerei der Zukunft und vielleicht sogar der allernächsten Zukunft, die in unserer katholischen Kirche noch sehr viel Unheil anrichten wird, wenn es nicht gelingt, ihr bei Zeiten Einhalt zu tun. In der katholischen Kirche gibt es nicht Deutsche, nicht Franzosen und so weiter, sondern alle sind nur ein Volk, alle Katholiken. Wie ja auch Erzbischof Fenelon so schön sagt, Zitat, »O Kirche von Rom, o teures und gemeinsames Vaterland aller Christen, alle sind in dir nur ein Volk, Bürger eines Vaterlandes, alle Katholiken. Und jeder Katholik ist von Rom.« Ende Zitat von dem Herrn Bischof Fenelon. Zu verwundern wäre es nicht, fährt jetzt hier die Aussage von dem Buch des Dekan Dr. Hammer fort. Zu verwundern wäre es nicht, wenn unsere katholische Schafsgeduld einmal risse und die irdischen Vaterländer uns samt und sonders wohlfeil würden. Wir werden denn auch jetzt, Ausrufezeichen 1895, wir werden denn auch jetzt in verschiedenen Vaterländern traktiert. Und da sollen wir schwärmen fürs teure Vaterland und sollen singen Deutschland, Deutschland über alles in der Welt? Nein, das ist dann doch zu arg. Solches soll man uns nicht zumuten. Und da soll bei uns die Vaterlandsliebe ins Kraut schießen. Und da soll unser Herz vor Begeisterung aufjauchzen, dass wir das immense Glück haben, Deutsche zu sein? Nein, dafür danken wir schön. Wir sind zuerst Christen, zuerst Katholiken und erkennen im modernen Patriotismus ein Stück Barbarei, ein Verbrechen an der Menschheit, eine Sünde gegen die Nächstenliebe, einen Abfall vom Christentum. Den modernen Patriotismus überlassen wir unserem alten Vetter, dem deutschen Michel. Und der mag uns mit seinem Nationalitätsschwindel vom Leibe bleiben. Ende des Zitats aus dem Buch von dem Herrn Hammer. Ein ziemlicher Hammer, ne, was der hier schreibt. Er verdammt Patriotismus. Und das ist heute auch immer noch so, dass die römisch-katholische Kirche Patriotismus verdammt. Die römisch-katholische Kirche fragt nur Zugehörigkeit zu ihr selber. Aber, das ist ein ganz großes Aber, was ich hier eben kurz als Kommentar mit einfügen möchte, weil ich mache mir jetzt wirklich nicht die Arbeit, diesen kleinen Absatz, den ich jetzt hier gelesen habe, vollständig auseinanderzurupfen und zurechtzusetzen. Ihr wisst selbst, wenn hier von Christentum gesprochen wird, dass es oder vom Vaterland aller Christen gesprochen wird, Rom, teures gemeinsames Vaterland aller Christen, dass wir natürlich Katholiken meinen. Ja? Und Katholiken sind keine Christen, das wissen wir. Also ich gehe da jetzt auf diesen Absatz nicht weiter ein. Aber der Punkt, den ich mal eben sagen möchte, ist, dass dieses stumpfe,
Nationaldenken, das viele Leute haben. Und mit stumpf meine ich jetzt einfältig, meine ich dumm, meine ich unintelligent. Ja? Unintelligente Menschen sind Patrioten auf dieser Welt, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören. Weil die wirklichen Christen wissen, dass sie in dieser Welt nichts verloren haben. Und die wirklichen Katholiken nennen kein Land hier auf dieser Welt ihr Vaterland, weil Rom ihr Vaterland ist. Aber diese Vaterlandssache, der Patriotismus, wird schamlos ausgenutzt, um die Leute nach Rom zu bringen. Es ist ein wunderbares Mittel zum Zweck. Da kann der Dr. Hammer hier noch so viel da drauf rumhämmern oder dagegen wettern, dass der Patriotismus ein Nationalitätsschwindel ist, ja. Wie er hier zum Schluss sagt, den modernen Patriotismus überlassen wir unserem alten Vetter, dem deutschen Michel, und der mag uns mit seinem Nationalitätsschwindel vom Leibe bleiben. Nationalitätsschwindel, aber er wird immer gebraucht, um die verschiedenen einzelnen Nationen, die ja alle verschieden sind, jeder hat sein eigenes, zwischen Anführungszeichen, Vaterland, zusammenzuschmelzen. Und das macht man hauptsächlich durch Sportevenemente. Also zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaften, Olympiaden, Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Das macht man durch internationale Turniere, wie zum Beispiel Tennisturniere, Reitturniere, Poloturniere. Nennt's auf. Ihr kennt wahrscheinlich Sport viel besser als ich, weil ich beschäftige mich da überhaupt nicht mit. Ich rede jetzt nur, was mir der Geist eben eingibt. Und der Punkt ist, dass man da zwar immer Individuen hat und Individuen herausstellt und immer die kämpfen für das Land und die kämpfen für das Land vorstellt, aber im Endeffekt kommt es immer darauf hinaus, dass wir sind alle eins, weil wir diesen Sport machen. Das vereint uns. Ja, also der Sport ist immer das vereinende Element, was darüber gestellt ist. Und das ist eben genau das mit der Kirche eben auch. Das sogenannte Christentum, der Katholizismus, ist das, was uns alle vereint. Da mögen wir Deutsche sein, Franzosen sein, Belgier sein, Thailänder sein oder was auch immer. Das spielt keine Rolle. Wir sind vereint im Katholizismus. Und man kann jetzt natürlich diese Rolle wunderbar ausspielen mit diesen ganzen Sportevenementen, Dingen, die stattfinden. Und kann da die patriotische Rolle spielen, aber eben immer zusammen. Wie heißt das so schön bei Olympiade? Hauptsache dabei sein. Ne? Dabei sein ist alles. Warum ist denn dabei sein alles? Weil ich Teil dieses universalen Körpers bin, der natürlich im Geistigen vertreten wird durch die römisch-katholische Kirche. Ja? Also Patriotismus wird zwar auf der einen Seite hier von dem Dr. Hammer verdammt, sage ich mal, aber auf der anderen Seite wird eben genau dieser Patriotismus benutzt, um dafür zu sorgen, alle Menschen gleichzuschalten. Und eben dafür zu sorgen von, ach, du bist Franzose, du hast gewonnen, das ist ja schön, ich bin Deutscher, ich habe gewonnen, das ist auch schön, aber zusammen haben wir da und da gewonnen und deswegen verbindet uns das, uns verbindet der Sport. Oder eine andere Sache jetzt, ich habe jetzt mal Sport als Beispiel rausgenommen. Und überall da, wo Patriotismus kommt, wird dann eben Patriotismus benutzt, um die Menschen zusammenzuführen, nicht zu spalten. Aber jeder steht erstmal doll hinter seinem Volk. Das ist ja sowieso das Lustige, dass da ganze Fangemeinden hinter irgendwelchen Fußballmannschaften stecken, nur weil da einige von aus demselben Land kommen wie sie auch. Und dann ist es, wir haben dies und wir haben das. Und also ich werde das nie verstehen, wie sowas passiert. Aber die Leute identifizieren sich damit. Und wenn diese Mannschaften dann, ob das jetzt Fußball oder woanders ist, wenn diese Mannschaften dann nicht nur irgendwo gewinnen, sondern auch eben Botschaften rausbringen, ja, wie zum Beispiel über die LGBTQ, Inklusion und all solche ganzen Dinge, dann identifizieren sich die Menschen da auch mit und sind auf der Linie der römisch-katholischen Agenda. Und das ist, was damit im Grunde bezweckt wird. Patriotismus wird im Grunde abgeschafft, durch Patriotismus zu feiern. So kann man das vielleicht verstehen. Ja? Er ist Mittel zum Zweck dafür, um den römischen Katholizismus eben dann in die Herzen der Menschen zu bringen.
Und das ist ja im Grunde, wenn man diesen Artikel liest, genau das, was der Dr. Hammer hier schreibt. Ja? Wir machen den heidnischen Nationalitätsschwindel nicht mit. Zwischen Klammern, aber wir machen den römischen Nationalitätsschwindel mit. Gut, der Autor fährt fort und sagt, der nächste Schritt dieser nationalen Würdelosigkeit ist offener Landesverrat. Na, wenn ich dann eben nicht mehr patriotisch bin zu dem Land, in dem ich geboren bin, dann kann ich das Land ja eben verraten an ein anderes. Am liebsten natürlich Rom dann. Ne? Am 22. Februar 1919 fand in Landau jene berüchtigte Versammlung statt, auf welcher der Zentrumsabgeordnete und spätere bayerische Kultusminister Hoffmann unter anderem sagte, Zitat, menschlich, volksrechtlich fühlen wir mit den Franzosen. In Anwesenheit des Vertreters der französischen Armee wage ich das unverblümt auszusprechen. Wir waren in der Pfalz nie preußisch-militaristisch gesinnt, waren nie Leute, die für Kriegervereine und für Sauf-Hurra-Patriotismus etwas übrig hatten. Als Erzieher der Jugend habe ich immer einen Ekel davor gehabt, dass man die Kleinen schon mit Trommel und Pfeifen eindrillte. Mensch, kosmopolitisch wollen wir sein. Wenn wir erreichen, unter dem Schutz der Mächte, die aus dem Weltkrieg als Sieger hervorgegangen sind, dass uns der Begriff der Heimat, des engeren Vaterlandes zurückgegeben ist, dann sind wir heute einig. Wir wollen kein Preußentum. Herr Kapitän, der anwesende Franzose, Ihrer Armee und Ihrem Oberkommando verdanken wir, dass wir noch Menschen sind. Wir wollen mit Frankreich als freundliches Nachbarvolk leben und schwören ein für allemal, dass die Gelüste, die uns von fremden norddeutschen Gegenden hereingetragen werden, Blut zu vergießen, uns fernliegen. Handschlag und Ehrenwort. Wenn von der Friedenskonferenz die Antwort gegeben wird, ihr Pfälzer seid ein selbstständiges Volk, leitet es, wie es euch gut dünkt, dann werden wir Ihnen, Herr Kapitän, Dank wissen. Ende Zitat. Und das, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, erinnert mich ganz deutlich an das Zitat von Napoleon, was ich euch in der letzten Sendung vorgelesen hatte. Ihr erinnert euch sicher noch, ich suche es mal eben nochmal raus. Napoleon, der sagt hier, es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das Deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde. Wenn man das jetzt nochmal liest im Lichte dessen, was jetzt gerade eben hier der Kultusminister Hoffmann sagte, wenn man das unter dem Gedanken noch einmal durchliest, dann versteht man die Botschaft, die dahinter ist, ganz sicher. Diesen Separatistenhäuptling, also den Zentrumsabgeordneten Hoffmann, diesen Separatistenhäuptling verwechselte der Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der jetzt in Frankreich die Volksfront segnete, peinlicherweise mit einem anderen Hoffmann, der 1935 Mitglied einer saarländischen Abordnung in Rom war. Das trat in dem Prozess zutage, in dem der Bischof von Speyer eine so sonderbare Rolle spielte. Eugenio Pacelli kannte also den Separatisten Hoffmann. Eine Entschuldigung für diesen vaterlandslosen Gesellen suchen, hieße schon selbst ein Verbrechen begehen. Nur eine Erklärung wäre möglich. Er ist das vollendete Beispiel für ein Opfer induzierten Irrseins. Genauso wie er verdienten die im Dunkeln arbeitenden Drahtzieher den Strang, die alle Begriffe von Volk, Heimat, Ehre, Vaterland, Treue, Blut und Rasse verwirren. Wenn die Schildwache Nummer 21 aus 1932 schreibt, Zitat, im Grunde leben zwei Rassen in dieser Welt, die katholische und die antikatholische Rasse. Seit Kain und Abel entwickeln sich beide. Seit Christi Geburt wächst beides doppelt bis zur Ernte.
Weizen und Unkraut mehrt sich Jahr und Tag bis zur großen Schlussstunde in vielleicht nicht sehr langer Ferne. Ende Zitat. Dann kennen wir das Ziel. Es ist das allgemeine, grenzenlose Chaos, der Weltbrand, aus dem Rom wie der Vogel Phönix aus der Asche siegreich erstehen soll. Nun, zu dem gerade eben Vorgelesenen möchte ich einen kurzen Kommentar geben. Und zwar den Kommentar, dass in diesem Artikel aus der Schildwache doch einiges an Wahrheit steckt. Im Grunde leben zwei Rassen in dieser Welt. Die katholische und die antikatholische Rasse. Ich würde es nennen die heidnische und die christliche Rasse. Ja? Oder ich würde sagen, die Menschheit ist gespalten in zwei verschiedene Lager. Ein Lager, das vom Heiligen Geist des Vaters geleitet wird und ein Lager, das vom gefallenen Geist des Satan geleitet wird. Ja? Seit Kain und Abel entwickeln sich beide. Die vom Heiligen Geist geleiteten immer kleiner als die anderen. Darum hat die Mehrheit immer Unrecht, weil die ist immer vom Unheiligen Geist geleitet. Seit Christi Geburt wächst beides doppelt bis zur Ernte. Und in der Bibel steht ja eben auch geschrieben, dass man die Spreu vom Weizen nicht trennen soll bis zur Ernte. Ja, dann wird getrennt. Bis dahin sollen sie zusammen wachsen. Weizen und Unkraut mehrt sich Jahr und Tag bis zur großen Schlussstunde in vielleicht nicht sehr langer Ferne. Ende von diesem Zitat. Und dieses Zitat hat im Grunde recht, wenn man es auf die richtige Art und Weise liest. Ich sage jetzt nicht katholisch und antikatholisch, ich würde halt eher christlich und heidnisch sagen. Und wir sehen das ja auch, dass sich aus der Linie des Kain die Heiden entwickelt haben und aus der Linie des Seth, also die danach der ermordeten Abel-Linie kam, eben die Rechtschaffenen. Ja, über Abraham und Isaak und Jakob und Mose und Joshua und der König David und König Salomon, bis schlussendlich die Saat aufging bei Jesus Christus. Und er dann natürlich die Saat durch seine Lehren des Königreich Gottes, das angekommen ist, noch viel, viel mehr vertieft hat. Und seitdem brennt die Welt für das Christentum, das wahre Christentum. Aber dieser Brand, der wird ständig probiert zu löschen von der römisch-katholischen Kirche. Ist ihnen bis jetzt nicht gelungen, wird ihnen auch nicht gelingen, obwohl Jesus Christus ganz klar gefragt hat, wenn ich wiederkomme, werde ich Glauben finden in dieser Welt? Ich denke, wir können die Frage beantworten, nur sehr viele werden es wahrscheinlich nicht sein, aber sehr viele waren es noch nie. Im Grunde leben zwei Rassen in dieser Welt, die katholische und die antikatholische Rasse. Seit Kain und Abel entwickeln sich beide, seit Christi Geburt wächst beides doppelt bis zur Ernte. Weizen und Unkraut mehrt sich Jahr und Tag bis zur großen Schlussstunde in vielleicht nicht mehr sehr langer Ferne. Dann kennen wir das Ziel. Es ist das allgemeine, grenzenlose Chaos, der Weltbrand, aus dem Rom wie der Vogel Phönix aus der Asche siegreich erstehen soll. Hat doch Kardinal Faulhaber in seiner Fastenpredigt am 9. Februar 1930 diesen Gedanken in brutaler Offenheit ausgesprochen. Zitat: Wenn die Welt aus tausend Wunden blutet und die Sprachen der Völker verwirrt sind wie in Babylon, dann schlägt die Stunde der katholischen Kirche. Und da hat Kardinal Faulhaber 100% recht. Und wenn die Welt aus tausend Wunden blutet, was heißt das? Das heißt, wenn die römisch-katholische Kirche alle Andersgläubigen abschlachtet, dann schlägt die Stunde der katholischen Kirche. Damit die evangelischen Pfarrer sich aber nicht über einseitige Bevorzugung der katholischen Stiefbrüder in Christo beklagen, sollen nur einige Aussprüche dieser Herren, die dem Verfasser gegenüber in den letzten Jahren getan wurden, wiedergegeben werden. Zitat: Die Geschichte hat gezeigt, dass auch auf zerstörten Kulturen und Staaten sich Kirche bildet, wie in Russland.
So werden wir, wenn es sein muss, auch auf einem Trümmerhaufen aufbauen. Ende Zitat. Folgendes Zitat. Ich pfeife auf Hitler und die Regierung. Noch ein Zitat. Wir von der Bekenntniskirche erstreben eine absolute Trennung von Kirche und Staat, damit wir als die leidende Kirche, als die Kirche unter dem Kreuze, solange vom Auslandsprotestantismus erhalten werden, bis endlich das Dritte Reich in Trümmer geht. Ende Zitat. Nun, wo diese Zitate herkommen, das steht in den Fußnoten ganz am Ende dieses Buches. Das könnt ihr dann nachsuchen. Das ist ab Seite 85. Ja. Wir sind jetzt noch nicht ganz da. Wir müssen uns noch durch eine Seite kämpfen. Dann kommen wir zur Schlussbemerkung. Die Herrschaft der Kirchen, vor allem der Papstkirche, ist Anfang und Ende, Inhalt und Ziel derer, die als ihre beamteten Funktionäre allein den Vorteil eines Sieges der Kirche haben könnten. Die Menschheit, ein Völker- und Rassenmischmasch, wobei Rassenmischmasch befürworte ich jetzt nicht, weil in der Bibel steht, dass Gott aus einem Blut alle Menschen gemacht hat. Ja, es gibt nur eine Rasse, das ist die menschliche Rasse, aber innerhalb dieser Rasse gibt es verschiedene Variationen. Ja. Man muss den Autoren hier auch mal korrigieren in solchen Dingen, wenn er hier Verkehrtes sagt. Die Menschheit, ein Völker- und Rassenmischmasch, in dem der Gott der Götter in der streitenden Kirche eine absolute und unbegrenzte Gewalt ausübt, nachdem die Ecclesia Militans, nicht die kämpfende Kirche oder die militärische Kirche, den Sieg errungen hat und Ecclesia Triumphans, also die triumphierende Kirche, geworden ist. Ödeste Gleichmacherei, die wie nur irgendetwas die ursprüngliche und unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum beweist, soll zu diesen Zielen führen. Ödeste Gleichmacherei, die wie nur irgendetwas die ursprüngliche und unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum beweist, soll zu diesen Zielen führen, trotz des augenscheinlichsten allerorts und zu jeder Zeit greifbaren Beweises der absoluten Ungleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt. Ein Teil dieses Satzes springt mir hier gleich ins Auge, deswegen habe ich den Satz gleich nochmal vorgelesen. Unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Der ist so wichtig, da könnte man fast eine eigene Serie drauf aufbauen. Aber ich möchte ganz einfach nur in diesem Fall die Bibel zitieren. Und ich werde mal eben die König James jetzt dabei nehmen. Die kann ich ja online am schnellsten aufschlagen. Da gehen wir in Römer Kapitel 11, Vers 11. Und da steht geschrieben, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid, but rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den ich jetzt mal kurz in den Google-Übersetzer reintue. Da wollen wir eben gucken, dass wir hier Englisch als Basissprache nehmen. Ich hatte erst andere Sprachen genommen und dann übersetzen wir das ins Deutsche. Und dann heißt das so jetzt spontan übersetzt, ich sage dann, sind sie gestolpert? Ich muss das hier eben schriftlich anpassen. Ihr wisst, das sind die Buchstaben sind hier anders in der 1611er, das USV und sowas. Deswegen nimmt er das nicht gut. Muss ich das eben anpassen mal. Provoke them to jealousy. Ich sage dann, sind sie gestolpert, dass sie fallen sollten? Gott bewahre es. Vielmehr ist den Heiden durch ihren Sündenfall das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Weshalb sage ich das jetzt? Weshalb lese ich diesen Vers jetzt eben vor? Römer 11, Vers 11. Hier geht es um Israel, hier geht es um die Juden. Ja? Sind die Juden denn gestolpert, dass sie fallen sollten? Gott bewahre es, Gott verhindere es, ja? God forbid, Gott verbiete es, steht im Englischen. Vielmehr ist den Heiden
durch den Sündenfall der Juden das Heil zuteil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und lass uns doch mal eben ehrlich sein. Wenn damals die Juden alle Jesus Christus angenommen hätten, dann hätte es keinen Grund gegeben, das Evangelium unter den Heiden zu verteilen. Aber eben weil die Juden wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder die wahre Lehre Gottes abgelehnt haben, die Propheten alle getötet haben, den letzten Propheten Jesus Christus damit bei, und selbst nach dem Steinigen von Stephanus oder Stephan oder Stephen, wie man ihn nennen will, in Apostelgeschichte 7, nach der Steinigung des Stephen immer noch nicht angenommen haben, wer Jesus Christus ist und dass er die Erlösung gebracht hat und dass er die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel war, weil sie das alles nicht erkannt haben. Deswegen ist dann das Evangelium zu den Heiden übergegangen. Wir haben die Errettung nur bekommen, weil die Juden sie abgelehnt haben. So, und wenn dann der Autor hier in einem Satz so etwas Wunderbares schreibt, wie die unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum, ja, da muss ich hier 100% zustimmen, weil wir sprechen hier vom wahren Christentum und wir sprechen hier auch von dem wahren Judentum. Wahres Christentum heißt, wir sprechen von denjenigen, die die Bibel von Genesis bis Offenbarung 100% akzeptieren. Und wahres Judentum genau dasselbe. Und dann gibt es keine, zwischen Anführungszeichen, jetzt Griechen und Juden mehr, sondern dann sind wir alle eins in Jesus Christus. Es gibt eine unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum. Und das Christentum ist dazu verpflichtet, das Judentum zur Eifersucht zu reizen. Weil wir die Erlösung bekommen haben, die ihnen zusteht, weil sie es verworfen haben, weil sie Jesus Christus abgelehnt haben, sollen wir sie zur Eifersucht reizen, um dafür zu sorgen, dass wir sagen, Eifersucht, wir haben das, was euch eigentlich gehört. Ja, bitte kommt es euch doch holen, akzeptiert es doch, es steht euch ja auch offen. Das ist ein ganz wichtiger Satz hier in Römer Kapitel 11, Vers 11. Und das ist halt der Gedanke, der bei mir gleich kommt, wenn ich hier von der unlöslichen Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum lese. Nun ist aber auch ganz wichtig, dass wir verstehen, dass zwar das Christentum mit dem Judentum unlösbar verbunden ist, dass aber die römisch-katholische Kirche da eine ganz andere Sicht drauf hat. Die römisch-katholische Kirche sieht sich als die Fortsetzung des alten Judentums. Das nennt man im Englischen Replacement Theology. Ja? Das ist dann so viel wie, warte, muss ich mal durch den Übersetzer jagen. Replacement Theology. Das würde dann Ersatztheologie heißen. Ersatz, also Replacement, ja, um es zu ersetzen, ja. Ersatztheologie, das ist eine Ersatztheologie. Katholizismus ist die Ersatztheologie des Judentums. Aber das Judentum, wie es zur Zeit Jesu Christi geherrscht hat, das wollen wir ja gar nicht, weil das hat ja Jesus Christus abgelehnt. Ah, deswegen ist die römisch-katholische Kirche auch ein wunderbares Beispiel für diese Ersatztheologie, weil sie ja auch Jesus Christus ablehnt. Weil sie lehrt einen anderen Christus. Sie lehrt einen Christus, der Gott ist. Sie lehrt einen Christus, der Trinitarier ist oder einen Gott, der Trinitarier ist. Sie lehrt eine zukünftige Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel. Jesus Christus hat sie nicht erfüllt. Sie lehrt, dass der Antichrist in der Zukunft kommt, dass der Papst nicht der Antichrist ist und so weiter und so weiter. Also von daher passt natürlich die Verbindung zwischen Katholizismus und Judentum. Wir sprechen hier aber von der unlöslichen Verbundenheit des wahren Christentums mit dem wahren Judentum. Und diese wahren Juden, die wollen wir zur Eifersucht reizen. Ich sage euch mal ganz ehrlich, für mich gibt es kein höheres Glücksgefühl, als wenn ich von einem Juden oder einem Katholiken höre, dass er die Botschaft in meinen Videos verstanden hat, dass er die Bibel entdeckt hat, und dann meine ich mit der Bibel das ganze Buch, die ganzen 66 Bücher, die in der Bibel zusammengefasst sind, dass er Jesus Christus angenommen hat als sein Erlöser,
dass er akzeptiert hat, dass Jesus Christus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist, auferstanden und zum Himmel auferfahren und zur Rechten Gottes sitzt, bis der Vater seine Feinde zu seinem Fußschemel macht und er dann zurückkommen wird. Keine größere Freude als das kann man mir machen. Und deswegen finde ich diesen Teil dieses einen Satzes, die unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum, unglaublich wichtig und bin dem Autor sehr dankbar dafür, dass er das hier reinschreibt. Aber wir fahren noch mal fort mit dem Lesen, was wir hier jetzt gerade tun. Ödeste Gleichmacherei, die wie nur irgendetwas die ursprüngliche und unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum beweist, soll zu diesem Ziele führen, trotz des augenscheinlichsten allerorts und zu jeder Zeit greifbaren Beweises der absoluten Ungleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt. Die schreckeneinflößende Fratze der Untermenschen und die edlen geistigen Züge des Genies sollen gleich sein? Der Tod mit der Aussicht aufs Jenseits soll sie alle gleich machen und den Unterschied im Andenken des Verbrechers und des Wohltäters der Menschheit auslöschen. Sie sollen alle zum selben, zwischen Anführungszeichen, Vater kommen, durchs Leben und darüber hinaus geleitet von jenen besonders gottverbundenen Geschöpfen, die sich Priester nennen. Nur für sich kennen diese Priester eine Ausnahme, eine Durchbrechung der von ihnen gepredigten Gleichheit im Leben wie im Tode. Und damit führen sie selbst ihre Lehre ad absurdum. Wie im Leben zwischen den Laien und ihnen eine Kluft besteht, so bleibt sie auch im Tode. Nach dem kirchlichen Gesetzbuch, ne, also der Juris Canonici von 1917 wieder mal, hier Kanon oder Paragraph 1233 Absatz 4 heißt es, Zitat, Kleriker dürfen den Leichnam eines Laien nicht zu Grabe tragen, auch wenn er von noch so hoher Geburt und Amtswürde ist. Ende Zitat. Wie sie im Leben herausgelöst sind aus Stamm, Sprache, Volk und Nation, so wollen sie auch nach dem Tode noch bleiben. Kanon 1209 Absatz 2 sagt, die Gräber von Priestern und Klerikern sollen möglichst von den Gräbern der Laien abgesondert und an einem anständigeren Orte liegen. Damit nur ja nicht mit priesterlicher Würde geladenen Auferstehungskeime irgendwie mit den toten Laien in Berührung kommen. Selbstgewollte Trennung im Leben wie im Tode. Im Leben unter angemaßter göttlicher Würde, Verhetzung der Volksgenossen untereinander und über den Tod hinaus feindselige Isolation. Das ist Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Und damit endet das Buch und kommt dann noch zu einer Schlussrede. Und ich finde es wichtig, wegen meiner ziemlich langen Unterbrechung, was ich persönlich verstehe, aus der unlöslichen Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum, weil ich das jetzt ziemlich aus der Lesung hier rausgenommen habe, möchte ich jetzt diese halbe Seite noch einmal lesen, dass wir das jetzt in dem Sinne verstehen, wie der Autor das hier auch meint, nämlich er verdammt hier eben die Haltung der römisch-katholischen Kirche, er verdammt hier die Haltung der Kurie, also aller Kleriker, aller Menschen, die ein kirchliches Amt ausüben. Die Herrschaft der Kirchen, vor allem der Papstkirche, ist Anfang und Ende, Inhalt und Ziel derer, die als ihre beamteten Funktionare allein den Vorteil eines Sieges der Kirche haben könnten. Wir wissen ja, dass bei den Jesuiten eben auch gesagt wird, dass alles getan wird zum Wohl der Kirche, dass am Ende die Kirche als Sieger dasteht. Ja? Die Ecclesia Triumphans, wie wir gleich noch lernen. Ne? Behalten wir das mal eben im Hinterkopf. Die Menschheit, ein Völker- und Rassenmischmasch, in dem der Gott der Götter in der streitenden Kirche eine absolute und unbegrenzte Gewalt ausübt. Ja? Wir wissen jetzt also, mit welcher Geisteseinstellung der Autor das hier schreibt. Wir müssen jetzt nicht nochmal auf die ganzen Fehler eingehen. Rassenmischmasch, Gott der Götter, es gibt nur einen Gott und so weiter und so weiter. Lassen wir jetzt mal weg.
Das behalten wir im Hinterkopf. Die Menschheit, ein Völker- und Rassenmischmasch, in dem der Gott der Götter in der streitenden Kirche eine absolute und unbegrenzte Gewalt ausübt, nachdem die Ecclesia Militans, also die kämpfende Kirche, den Sieg errungen hat und die triumphierende Kirche Ecclesia Triumphans geworden ist. Ödeste Gleichmacherei, die wie nur irgendetwas die ursprüngliche und unlösliche Verbundenheit des Christentums mit dem Judentum beweist, soll zu diesen Zielen führen. Trotz des augenscheinlichsten allerorts und zu jeder Zeit greifbaren Beweises der absoluten Ungleichheit alles dessen, was Menschenantlitz trägt. Die schreckeneinflößende Fratze der Untermenschen und die edlen geistigen Züge des Genies sollen gleich sein? Also hier vergleicht er jetzt den normalen Menschen zwischen Anführungszeichen mit einem Kleriker. Das ist das Genie. Der Tod mit der Aussicht aufs Jenseits soll sie alle gleich machen und den Unterschied im Andenken des Verbrechers und des Wohltäters der Menschheit auslöschen. Sie sollen alle zum selben, zwischen Anführungszeichen, Vater kommen. Durchs Leben und darüber hinaus geleitet von jenen besonders gottverbundenen Geschöpfen, die sich Priester nennen. Nur für sich kennen die Priester eine Ausnahme. Eine Durchbrechung der von ihnen gepredigten Gleichheit im Leben wie im Tode. Wie ich schon öfter gesagt habe in dieser Sendung, alle Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher als andere, ne? Und damit spüren sie selbst ihre Lehre, damit führen sie selbst ihre Lehre ad absurdum. Wie im Leben zwischen den Laien und ihnen eine Kluft besteht, so bleibt diese Kluft auch im Tode. Nach dem kirchlichen Gesetzbuch aus 1917, Kanon 1233, Absatz 4, heißt es, Zitat, Kleriker dürfen den Leichnam eines Laien nicht zu Grabe tragen, auch wenn er von noch so hoher Geburt und Amtswürde ist. Ende Zitat. Na, jetzt schaut euch mal so die verschiedenen Videos an oder Bilder an, die man sehen kann von Päpsten, die gestorben sind. Von wem werden die zu Grabe getragen? Immer von Klerikern, ne? Und habt ihr schon mal einen Pastor oder Pastoren, Dekane oder Unterdekane oder Unterpastoren oder wie die alle heißen, schon mal jemals den Sarg eines weltlichen Menschen tragen sehen? Nein, das werdet ihr auch nie sehen. Weil eben im Codex Juris Canonici steht, Kleriker dürfen den Leichnam eines Laien nicht zu Grabe tragen, auch wenn er von noch so hoher Geburt und Amtswürde ist. Also selbst wenn das jetzt ein Kaiser wäre, wenn das ein König wäre, das spielt keine Rolle. Ein Kleriker darf den Leichnam eines Nicht-Klerikers nicht zum Grabe tragen. Wie sie im Leben herausgelöst sind aus Stamm, Sprache, Volk und Nation, die Priester, ne, sind eine eigene Kaste. Wobei, in der Bibel sind wir alle Priester. Aber, ne, wir verstehen jetzt, was der Autor uns hier sagen will. Wie sie im Leben herausgelöst sind aus Stamm, Sprache, Volk und Nation, so wollen sie es auch nach dem Tode noch bleiben. Darum besagt Kanon 1209, Absatz 2, Zitat, die Gräber von Priestern und Klerikern sollen möglichst von den Gräbern der Laien abgesondert und an einem anständigeren Orte liegen. Ende Zitat. Ja, und dann schaut euch mal um. Wenn ihr bei Kirchen geht, wenn in Kirchen ein Friedhof daran ist, was für Menschen da begraben sind, das sind hauptsächlich Kleriker. Ich meine, ganz, ganz, ganz selten sind das irgendwelche Laien. Damit nur ja nicht die mit priesterlicher Würde geladenen Auferstehungskeime irgendwie mit den toten Laien in Berührung kommen. Selbstgewollte Trennung im Leben, wie im Tode. Im Leben unter angemaßter göttlicher Würde, Verhetzung der Volksgenossen untereinander und über den Tod hinaus feindselige Isolation. Das, meine Lieben, ist Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Und damit kommen wir zum Schluss. Nicht heute erst, sagt der Autor, werden Anklagen gegen die Priesterkaste erhoben. Schon Walter von der Vogelweide kannte sie, als er im Jahre 1213 schrieb, Zitat, Ha!
Wie christlich jetzt der Papst lacht, wenn er seinen Wölfchen sagt, wenn er seinen Wölfchen sagt, so hab ich's gemacht. Was hat er sagt, das hätte er niemals auch nur denken sollen. Er spricht, ich habe zwei Deutsche unter eine Krone gebracht, damit sie das Reich verwirren und verwüsten. Unterdessen füllen wir immer die Kassen. Ich habe sie an meinen Opferstock getrieben, ihr Gut ist alles mein. Ihr deutsches Silber strömt in meinen welschen Schrein. Ihr Pfaffen esst Hühner und trinkt Wein und lasst die Deutschen fasten. Ende Zitat. Ich hab's nicht ganz perfekt vorgelesen. Ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen gut rüberkommt. Und mit dem Welschen wissen wir ja, ne, das ist also dann Norditalien ist hiermit gemeint. Hier ist Rom mit gemeint. Ne? Dann lese man die Beschwerden der deutschen Nation auf dem Reichstag zu Worms aus 1521. Zitat. Vom Ärgernis, das man bei dem geistlichen höchsten Haupte täglich sieht, von Stellen und Amtsschacher am päpstlichen Hof, von der Verdrängung, Verachtung und offensichtlichen Benachteiligung der geistlichen deutscher Nation, von der Aussaugung des deutschen Volkes, von bösen Beispielen der Geistlichen in Unsittlichkeit und Wucher. Immer haben wir dasselbe Bild. Von Rom angestrebte Verwirrung des Reichs durch den Kampf Deutscher gegen Deutsche. Erinnert ihr euch noch an die Aussage von Napoleon? St. Peter sticht im Trüben und lässt seine Kriege gegen Deutschland die dummen Deutschen selbst bezahlen. Habgier der Kirche und ihrer Beamten. Den gemeinsamen Rahmen für dieses grauenvolle Bild deutscher Geschichte gibt die göttliche Würde des Priestertums. Nichts fürchtet man so sehr wie ein starkes Deutschland. Darum haben sie mit solcher Inbrunst gegen das Dritte Reich gekämpft. Am 1. Mai 1932 hielt vor der katholischen Jugend des Dekanats Bernd Kastel unter Beteiligung des Reichsbanners der enge Freund des Prälaten Kahrs, Pater Maurus Münch aus Trier, die Festansprache, in der er unter anderem sagte, Zitat, »Wir brauchen kein neues Drittes Reich, wovon in letzter Zeit so viel gefaselt wird, sondern wir erstreben, wie das früher war, ein heiliges römisches Reich deutscher Nation, in dem der Kaiser aus der Hand des Papstes die Krone empfängt.« Ende Zitat. Das sagt der Pater Maurus Münch aus Trier in der Festansprache am 1. Mai 1932 vor der sogenannten Gründung des Dritten Reiches. Da erinnern wir uns doch nochmal die Worte des Papstes Leo XIII. An den deutschen Kaiser, der forderte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirchen werden solle. Und der Kaiser erwiderte, mit allem Verlaub, Eure Exzellenz, aber wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir leben nicht mehr im Heiligen Deutschen Reich, Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und genau das kommt hier in diesem Zitat wieder vor. Wir brauchen kein neues Drittes Reich, wovon in letzter Zeit ja so viel gefaselt wird. Wir erstreben das, wie es früher war, ein heiliges römisches Reich deutscher Nation, in dem der Kaiser aus der Hand des Papstes die Krone empfängt, in dem also die weltliche Macht untertan ist der geistigen Macht. Mit anderen Worten, jetzt übersetzen wir das mal aus Deutschland auf die ganze Welt, wir wollen eine Weltordnung, in dem der weltliche politische Führer von dem Papst seine Krone empfängt. Und damit wäre der Papst der Herrscher über die ganze Welt. Das ist im Grunde, dieser Satz benutzt auf die ganze Welt, bezogen auf die ganze Welt, ist im Grunde das, was die sogenannte neue Weltordnung ist. Und die neue Weltordnung ist nicht neu. Sie ist nur die alte Weltordnung von vor der Reformation wiederhergestellt. Deswegen ja diese ganze Antireformation, deswegen das Antireformationskonzil aus Trier, deswegen die Aufrichtung der Jesuiten. Es geht alles nur darum, um das, was damals geschaffen wurde, der Protestantismus, der Reformatismus, wie versagend er im Laufe der Jahre auch gewesen ist, um den vollständig abzuschaffen und die Machtverhältnisse von vor 1517
wiederherzustellen. Da geht es drum, um nichts anderes. Und das kann er hier auf Deutschland beschränken. Ich beziehe das auf die ganze Welt. Und dann sprechen wir von dieser sogenannten neuen Weltordnung, die nicht neu ist, sondern die nur mit den Mitteln, die technischen Mittel und die ganzen anderen Mittel, die wir heute zur Verfügung haben, im Gegensatz zu vor 500 Jahren, wie sie das heute durchsetzen können. Vor 500 Jahren hatten wir die Confession Box, also die Konfession, den Beichtstuhl. Ja? Und wir wissen, dass die Jesuiten, hauptsächlich die Jesuiten überhaupt, die ganze römisch-katholische Kirche, durch den Beichtstuhl die Menschen beherrscht hat. Ja, da muss man nur das Buch lesen von Charles Chiniquy, die Frau, der Priester und, der Beichtstuhl, um zu verstehen, oder auch andere Lesungen von mir, wo ich früher schon drüber gesprochen habe, wie eben der Beichtvater den Büßenden in Kontrolle hat, dadurch, weil er eben weiß, was er verbrochen hat und ihn dadurch eben kontrollieren kann. Und das geht vom kleinsten Mann auf der Straße bis zum höchsten Politiker, bis zum König, bis zum Kaiser hoch. So, die gestehen alle ihre sogenannten Sünden dem Priester. Und der Priester hat sie dadurch in der Hand. Ja, es gibt natürlich das Beichtgeheimnis und dies und das. Beschäftigt euch mit dem Thema, werdet ihr feststellen, nein, gibt es nicht. Es gab eine Zeit in dieser Welt im 16. Jahrhundert, in der die römisch-katholische Kirche vollkommen unangefochten regiert, die damals bekannte Welt regiert hat. Dann kam die Reformation. Das hat einen großen Schuss gegeben, sage ich mal, mit dem Resultat, dass dem Papst viel weggenommen wurde. Und weil die Leute damals sagten von, ja, wir nehmen dir das weg, Papst, weil du der Antichrist bist, war das auch gerechtfertigt. Aber dann kam der Ökumenismus und durch den Ökumenismus sind die abgefallenen protestantischen Kirchen zu Rom zurückgekehrt und die bekennen heute nicht mehr, dass der Papst der Antichrist ist und dann muss er alles zurückbekommen. Und dann haben wir die Rechtsordnung wiederhergestellt, die wir vor 1517 hatten. Rom regiert autark, autoritär, komplett alleine in dieser Welt. Und der Pater Maurus Münch bezieht das hier jetzt nur auf Deutschland. Es ist aber bezogen auf die ganze Welt. Hitler hat für ein vereintes Europa gearbeitet, genauso wie Karl der Große das gemacht hat, genauso wie heute die Europäische Union das tut. Wir brauchen kein neues Drittes Reich, wovon in letzter Zeit so viel gefaselt wird, sondern wir erstreben, wie das früher war, ein heiliges römisches Reich deutscher Nation, in dem der Kaiser aus der Hand des Papstes die Krone empfängt. Also, mit anderen Worten, wir erstreben ein Zusammenleben, eine, was ist jetzt das richtige Wort dafür? Wir erstreben, wenn wir es jetzt nicht auf die Nation, wenn wir es jetzt auf die Welt sehen, wir erstreben eine Gesellschaft, in der der weltliche Führer die Krone aus der Hand des Papstes empfängt. Wir erstreben eine Weltgemeinschaft, wie gesagt, ich mache das jetzt von Deutschland auf die ganze Welt hinaus, was ja im Grunde auch das Ziel ist. Wir erstreben eine Gemeinschaft, in der der weltliche Führer der Welt seine Krone vom Papst bekommt. Das ist dann der selbsternannte Stellvertreter Gottes auf Erden. Damit macht er sich zu Gott auf Erden. Damit fällt jeder diesem Gott auf die Knie. Und damit passiert genau das, was Luzifer in Jesaja Kapitel 14 gefordert hat. Und damit passiert genau das, was Satan von Jesus gefragt hat. Knie nieder und bete mich an, dann schenke ich dir all diese Herrlichkeiten, all diese Reiche auf Erden. Und Jesus Christus hat gesagt, es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, dem Vater
im Himmel alleine dienen und ihm sollst du gehorchen, ihn sollst du anbeten. Aber der Teufel hat sich einen anderen Menschen gesucht, nicht Jesus Christus, den konnte er da nicht zu zwingen und nicht zu bringen und nicht zu verführen. Und dieser andere ist der Papst. Und das wird wunderbar, wenn es auch auf Deutschland beschränkt ist, in dieser Aussage von Moritz Münch ganz deutlich gesagt. Wir brauchen kein neues drittes Reich, wovon in letzter Zeit so viel gefaselt wird. Wir erstreben, wie es früher war, ein heiliges römisches Reich deutscher Nation, ein heiliges römisches Reich, weltweites Reich, in dem der Kaiser aus der Hand des Papstes die Krone empfängt. Das war ein ganz, ganz wichtiger Absatz. Nun, einen Kaiser von Gottes und Papstes Gnaden haben wir nicht mehr. Dafür aber einen völkischen Staat. Doch die Priester sind auch noch da. Zäh und verbissen verteidigen sie ihre Ansprüche, auch wenn in der letzten Zeit ihre übermenschliche Würde etwas stark erschüttert wird. Es erübrigt sich, über gewisse Prozesse in diesem Zusammenhang weiterzusprechen. Hier hat der Staatsanwalt das Wort. Auch schämt man sich als Deutscher dieser Volksgenossen, denen der Heiligenschein der Würde herabgerissen wurde und die nun als ganz armselige und erbärmliche Kreaturen dastehen, um keinen härteren Ausdruck zu gebrauchen. Aber auch hier möchte man eine Sonderstellung für sie, möchte sie den staatlichen Gerichten entzogen und den geistlichen Gerichten überantwortet wissen. Doch die Zeiten der geistlichen Gerichtsbarkeit sind, in Deutschland wenigstens, zum Augenblick des Schreibens dieses Buches vorbei. Die priesterliche Würde hat eine starke Einbuße erhalten. Nur täuschen wir uns nicht. Sie werden mit allen Mitteln versuchen, unter religiösen Mäntelchen Volk gegen Volk zu erregen. Ja, erinnert euch an den Eid der Jesuiten. Sie werden ihre Hoffnung nicht aufgeben über vielleicht doch noch einmal zerstörter Volksgemeinschaft, über der Volkszerrissenheit erneut im alten Glanze ihrer gottähnlichen Priesterwürde zu erstrahlen. Heute meinen oft oberflächlich denkende Deutsche, die Macht der Romkirche sei in Deutschland durch die Sittlichkeit und Devisenschieberprozesse gegen Angehörige der Priesterkaste erschüttert und könne daher dem völkischen Staate überhaupt nicht mehr gefährlich sein. Diese durchaus irrige Ansicht ist geradezu ein Verhängnis. Denn allein kann staatliches Einschreiten gegen die Missstände im römischen Männerbund die ungeheure Gefahr dieses Fremdkörpers nicht dämmen, geschweige denn abwehren. Nur wenn in die weitesten Kreise unseres gesamten deutschen Volkes die Gotterkenntnis des Hauses Ludendorff, deren alleinige Grundlage die Werke der Religionphilosophin Dr. Mathilde Ludendorff und des Feldherrn bilden, gelangt die restlose Einheit von Rasseerbgut und Gotterkenntnis zum Bewusstsein erweckt, dann ist Roms Machtwahn und die Christenlehre wie alle anderen Fremd- und Okkultlehren ins Mark getroffen und ihr Gift, das jahrhundertelang unser deutsches Volk zersetzte, vermag nicht mehr zu schaden. Nun, ausgerechnet mit diesem letzten Schlusssatz bin ich überhaupt nicht einverstanden, weil ich den Ludendorff nicht so in den Himmel lobe, wie der Autor das hier macht. Aber ich verstehe, warum er das macht. Ich möchte da jetzt aber nicht weiter darauf eingehen. Ich habe mich mit dem Ludendorff auch zu wenig beschäftigt. Ich weiß nur, dass er sehr hoch in der Freimaurerei war. Ja? Und deswegen kann ich das nicht unterschreiben, was der Autor hier sagt. Aber wenn wir den letzten Satz noch einmal ein wenig anders analysieren, dann sagt er, nur wenn in die weitesten Kreise unseres gesamten deutschen Volkes die Gotterkenntnis der Bibel kommt, dann gelangt die restlose Einheit von Rasse, Erbgut und Gotterkenntnis zum Bewusstsein erweckt. Dann ist Roms Machtwahn und die Christenlehre wie alle anderen Fremd- und Okkultlehren ins Mark getroffen und ihr Gift, das jahrhundertelang unser deutsches Volk zersetzte, vermag nicht mehr zu schaden.
Also ersetze das Haus Ludendorff mit der Bibel. Die Gotterkenntnis der Bibel. Nur wenn die weitesten Kreise unseres gesamten deutschen Volkes die Gotterkenntnis der Bibel hochhalten, dann gelangt die restlose Einheit von Rasse, Erbgut und so weiter und so weiter. Nicht Ludendorff. Nicht auf einem anderen Menschen aufbauen. Und schon gar nicht auf einem Menschen, der jesuitisch kontrolliert war, was wahrscheinlich hier der Andreas Thiel nicht wusste. Und einer Religionsphilosophin, also die Dr. Mathilde Ludendorff, das ist seine Frau, da gebe ich auch nicht viel drauf. Ich brauche keine Religionsphilosophin. Ich brauche auch keinen Religionsphilosophen. Das Einzige, was ich brauche, ist das Wort Gottes, die Bibel. Aber ich glaube, dass dieses Buch es sehr gut deutlich gemacht hat, wie die römisch-katholische Kirche nicht nur sich selbst komplett abtrennt vom, zwischen Anführungszeichen, normalen Volk, sondern eben auch ihre ganze klerikale Struktur davon abtrennt, dafür sorgt, dass wir einen Staat im Staate haben und schlussendlich eben auch dafür sorgt, dass wir hier es mit einer Institution zu tun haben, die sich über andere Menschen stellt, die eine Zweiklassengesellschaft schafft. Und wie steht es in der Bibel geschrieben? Die Reichen und die Armen. Ihr könnt ja mal überlegen, zu welcher Klasse die Kleriker gehören und zu welcher Klasse die normalen Menschen gehören werden. Das ist die Arbeit der Kirche. Teile und herrsche. Das ist das römische Motto. Immer gewesen, wird es immer sein. Unveränderlich, sempere adem, bis zum Ende, dass am Ende die Kirche siegt. Dafür arbeiten sie. Und die Kirche ist nicht die Kirche Gottes. Die Kirche ist die römisch-katholische Kirche, die Kirche, die Synagoge des Antichristen. Des biblischen, historischen und geschichtlichen Antichristen. Des Papsttums. Priestervergötzung ist eine teuflische Lehre. Und wie das in der Geschichte bis heute durchgezogen wurde, konnten wir auszugsweise wunderbar in diesem Buch lesen. Und ich ende meine Lesung gerne mit dem Satz, dass wir alle unsere Bibel lesen und studieren sollen, um uns mehr im Worte Gottes zu informieren, um noch sicherer zu sein, die Wahrheit zu kennen. Weil, schaut, wenn ich euch einmal irgendwo darauf hinweise und euch zeige, das ist eine Lüge, dann ist das schön, dann habt ihr das erkannt. Aber wenn die nächste Lüge kommt, dann fallt ihr wieder drauf rein. Außer, ihr habt die Wahrheit. Wenn ich euch die Lüge zeige und dann die Wahrheit zeige, dann seid ihr beim nächsten Mal gewarnt. Und fallt ihr nicht in dieselbe Falle rein. Und dann fallt ihr auch nicht in die falschen Lehren der römisch-katholischen Kirche. Aber ihr müsst die Wahrheit kennen. Ihr müsst Gottes Wort kennen. Ihr müsst die Bibel kennen. Und daran alles messen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Lest bitte eure Bibel. Shalom. Maranatha.